Schlüssen und aktuellen Entwicklungen. Aber mutmaßlich wird heute das Coronavirus und die Folgen heute das Hauptthema sein. Wenn es denn gleich losgeht, ja, auch der Bundestag, der Reichstag, der hat sich eingestellt auf die neue Lage. Von Montag an sollen keine Besuchergruppen beispielsweise mehr hier ins Reichstagsgebäude kommen und auch in die Regierungsgebäude. Auch die Reichstagskuppel ist geschlossen worden für Besuchergruppen und die Fraktionen haben einen Teil ihrer Veranstaltung abgesagt. Aber der Parlamentsbetrieb, der läuft im Moment noch weiter. Denn es müssen ja auch wichtige Gesetze beschlossen werden, unter anderem das neu vereinbarte Kurzarbeitergeld und auch beispielsweise Bundeswehreinsätze, wo man in internationalen Zusammenhängen ja steht, die in dieser Woche hier beraten werden. So, jetzt hat Wolfgang Schäuble sozusagen die Formalia fast abgehandelt und wir hören mal rein. Ich denke, er wird gleich hier Jens Spahn aufrufen. Der Bundestag hat über Einsprüche ohne Aussprache zu entscheiden. Wir kommen gleich zuerst zur Abstimmung, und zwar über den Einspruch gegen den ersten Ordnungsruf. Wer stimmt für diesen Einspruch? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Einspruch gegen die Stimme der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses zurückgewiesen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den. So, da sind wir doch noch nicht ganz bei der Regierungsbefragung. Nach Feststellung der Tagesordnung musste Wolfgang Schäuble hier noch Einsprüche gegen einen Ordnungsruf aufrufen und abstimmen lassen. Das ist das gute Recht jedes Abgeordneten, wenn er hier gerügt wird, beziehungsweise wenn ein Ordnungsruf des Bundestagspräsidenten oder der Vizepräsidenten ergeht. Da ging es um einen Ordnungsruf gegen Stefan Brandner von der AfD, den Wolfgang Kubicki in der vergangenen Sitzungswoche ausgesprochen hatte. Gegen den hat Stefan Brandner von der AfD Einspruch eingelegt, aber das wird hier abgestimmt und damit hat er hier keine Mehrheit natürlich im Parlament bekommen, denn die anderen Fraktionen haben dagegen gestimmt. Für Gesundheit, Herr Jens Spahn, zur Verfügung steht. Herr Spahn, Sie sind da. Sie sind ein viel gefragter Mann, dem wir alle in diesen schweren Tagen viel Erfolg in unser aller Interesse wünschen, aber Sie haben jetzt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kabinett hat sich natürlich auch mit dem Corona-Ausbruch in Deutschland und Europa beschäftigt. Das Coronavirus und seine Verbreitung ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Die medizinischen Folgen sind ein Teil davon, aber es beschränkt sich natürlich nicht nur, und das spüren wir, denke ich, dieser Tage mehr denn je, auf medizinische Folgen. Stand heute haben wir 1.296 gemeldete Fälle in Deutschland heute Morgen. Den Schwerpunkt bildet weiterhin Nordrhein-Westfalen mit derzeit 484 Infektionen. Wir haben auch in Deutschland erste Todesfälle zu beklagen. Die Lage ist nach wie vor sehr dynamisch. Am Dienstag hat das Robert-Koch-Institut aufgrund der aktuellen Entwicklung Italien insgesamt zum Corona-Risikogebiet erklärt. Deswegen haben wir als Bundesministerium für Gesundheit alle Italien-Rückkehrer aus ganz Italien, die nach Deutschland zurückkommen, die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, in den 2 Wochen nach Rückkehr die Kontakte zu anderen auf das dringend Notwendige zu beschränken, dabei darauf zu achten, dass eine möglichst geringe Infektionsgefahr besteht, möglicherweise Heimarbeit zu machen, womöglich und womöglich auch die Kinder nicht in die Schule oder den Kindergarten zu schicken. Nach jetzigem Wissensstand verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus für 80% der Infizierten milde oder sogar symptomfrei. Alle bisher bekannten Symptome, Husten, Fieber, Atemnot, werden jeden Tag vielfach im deutschen Gesundheitssystem behandelt. Die Erkrankung verläuft aber, und das ist eben der herausfordernde Teil, in seltenen Fällen schwer, zum Teil mit sehr, sehr schweren Verläufen, insbesondere verbunden mit einer Lungenentzündung, die eine Behandlung auf der Intensivstation und mit Beatmungskapazitäten und Geräten erforderlich machen kann. Deutschland verfügt im internationalen Vergleich mit 28.000 Intensivbetten über vergleichsweise große Kapazitäten bezogen auf die Bevölkerungszahl. Viele davon sind natürlich auch jetzt schon im Normalbetrieb bereits beansprucht, auch durch die aktuelle Grippewelle zum Beispiel, die aber nach den aktuellen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts im Abflauen ist. Auch die Personalsituation in den Kliniken wird durch Corona natürlich zusätzlich belastet. Deshalb muss es unser oberstes Ziel sein, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Denn je weniger Menschen sich gleichzeitig anstecken, desto weniger brauchen dann tatsächlich in der Folge eben auch wegen eines schweren oder schwersten Verlaufes entsprechende intensivmedizinische Betreuung und Begleitung und Behandlung und vor allem eben auch Beatmungskapazitäten. Umso weniger sich anstecken, desto weniger werden natürlich dann auch mit milderen oder mittelschweren Symptomen insgesamt im Gesundheitssystem gleichzeitig behandelt werden müssen. Wir müssen also dem Virus alle Chancen nehmen, sich schnell auszubreiten. Deshalb habe ich dazu aufgerufen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern grundsätzlich abzusagen. Ich bin froh, dass viele Landesregierungen der Empfehlung, im Übrigen auch gerade Berlin, bereits folgen. Ich empfehle ganz klar ein einheitliches Vorgehen. Allen Verantwortlichen ist bewusst, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger geht vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Gleichwohl bin ich mir auch sehr bewusst und die Bundesregierung insgesamt, das war auch gerade Thema, dass das natürlich für die betroffenen Handwerker, die die Messe beschicken, für Gastronomen, für die Tourismusbranche, für viele andere Bereiche sehr, sehr harte wirtschaftliche Folgen hat. Und es geht jetzt darum, sie auch zielgerichtet tatsächlich abzufangen und sie in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Es geht darum, die Balance zu halten zwischen Einschränkungen und unserem Alltag, der weitergeht. Öffentlichkeit gehört zur Demokratie. Das soll so bleiben. Und deswegen sollten wir angemessen und besonnen reagieren. Es geht, und das will ich abschließend noch mal sagen, auch gerade mit Blick auf den Einzelnen, auf den Jüngeren darum. Ich könnte die Jüngeren sagen, für die unter 50-Jährigen ist das Risiko sehr, sehr gering. Habe ich damit zu tun. Weil es aber eben so ist, dass wir ja viel Austausch miteinander haben, in der Familie, in der Gesellschaft, auf Arbeit, im Privaten, über alle Altersgruppen hinweg. Ist die Frage, ob ich als jemand, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so gefährdet bin, mithelfe, insgesamt für die Gesellschaft und für die besonders gefährdeten Gruppen, wie etwa eben Ältere oder Hochbetagte insbesondere und auch chronisch kranke Menschen mit Vorerkrankungen zu reduzieren. Wenn wir alle ein Stück im Alltag auf Liebgewonnenes, und ein Fußballbesuch ist natürlich was Liebgewonnenes, und das ist für die Fans erstmal auch eine schwierige Entscheidung, klar. Aber auf Liebgewonnenes zu verzichten, um insgesamt die Schwächeren in der Gesellschaft zu schützen und vor allem die Verbreitung des Virus, und das Virus wird sich verbreiten, keine Maßnahme übrigens, keine, wird es verhindern. War auch immer klar. Die Frage ist, wie schnell? Und die Frage, wie schnell haben wir als Gesellschaft, haben wir durch staatliche Entscheidungen wie bei Großveranstaltungen, hat aber auch jeder durch sein persönliches Verhalten und Umgehen miteinander im Griff. Keiner mit beeinflussen. Und am Ende sind das alles Verhaltensweisen, die wir kennen. Wenn mein Nachbar, mein Partner, mein Kind Grippe hätte, ist ja auch eine Atemwegserkrankung, die sich gleich überträgt. Übertragungsweg ist der gleiche. Dann weiß jeder, was muss ich im Alltag tun, um eine mögliche Übertragung zu vermeiden. Und wenn das, was jeder aus dem Alltag kennt, wie ich da Übertragungen vermeide, wie ich mich dann verhalte, wenn im eigenen Haushalt zum Beispiel eben jemand Grippe hat, wenn wir das konsequent miteinander in den nächsten Wochen durchhalten und insbesondere dabei die Älteren und chronisch Kranken im Blick haben, die wir schützen wollen, dann, denke ich, wird es gemeinsam gelingen können, die weitere Ausbreitung zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem so funktionsfähig wie möglich zu halten und damit auch dann bestmöglich damit umgehen zu können. Aber wir sehen in Italien, unter welch großes Stress das Gesundheitssystem kommen kann, wenn es nicht gelingt. Und deswegen möchte ich abschließend bei meinem Eingangsstatement, Herr Präsident, ich war gestern auch in der Charité, habe mit Pflegekräften, Ärzten gesprochen in der Notaufnahme, den Pflegekräften, den Ärztinnen und Ärzten und allen Beschäftigten im Gesundheitswesen erneut danken. Ich denke, das kann man in diesen Tagen gar nicht genug, weil das natürlich für Ihren Alltag am Ende auch eine große Veränderung bedeutet. Dafür gibt es Applaus aus dem ganzen Haus. Die erste Frage stellt der Kollege Detlef Spangenberg, AfD. Wir haben ja sehr viel gehört im Ausschuss darüber, deswegen möchte ich eine andere Frage stellen. Und zwar geht es um das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, die ja als verfassungswidrig festgestellt worden ist am 26.02. § 217 Strafgesetzbuch. Aus Ihrem Haus kommt die Aussage, um die geht es, dass aus Ihrer Sicht sich daraus nicht ableitet, dass die Mittel für die Selbsttötung zur Verfügung gestellt werden müssen. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem Urteil, was ich gerade zitiert habe? Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Auch das ist ja eine Entscheidung
aus den letzten Tagen, mit der wir natürlich umgehen wollen und müssen, die ja für uns insgesamt, also dieses Haus hat ja in Mehrheit ein Gesetz beschlossen und jetzt haben wir eben eine andere Rechtslage dadurch, dass dieses Gesetz im Grunde nicht mehr anwendbar ist. Damit müssen wir als Gesellschaft, aber ich denke auch als Bundestag, auch als Bundesregierung umgehen. Die Gespräche laufen ja auch schon, soweit ich es wahrnehme. Wenn Sie fragen, wie wir umgehen mit Blick auf die Entscheidung unserer nachgeordneten Behörde, wenn Anträge gestellt werden darauf, Medikamente zur Selbsttötung erhalten zu können, so werten wir das Urteil aktuell noch aus. Es enthält eine sehr klare Ansage auch, dass es keinen Anspruch geben kann gegenüber Dritten darauf, eben entsprechende Beihilfe zur Selbsttötung zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, was aus dieser Formulierung, es gibt keinen Anspruch darauf, tatsächlich dann auch für behördliches Handeln folgt. Und darüber sind wir eben im Gespräch und in der Auswertung. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Martina Stamm-Fiebig, SPD. Herr Minister, ich muss noch mal zurück zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Durch die Produktionsausfälle, die es in China und Indien aufgrund der Corona-Pandemie könnte es auch bei uns in naher Zukunft zu bestehenden Arzneimittelengpässen führen. Und wir wissen ja insbesondere im Bereich der Antibiotika, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommen kann. Die derzeitige Situation demonstriert uns den seit lange bestehenden Abhängigkeit von Deutschland von diesen Arzneimittelimporten aus China und Indien eindrücklich. In diesem Zusammenhang wird von vielen Akteuren um eine Rückholung bestimmter Bereiche nach Europa gefordert. Und ich möchte in dem Zusammenhang wissen, ob Sie vielleicht das BMG aktuell mit dem BMWI und dem BMBF über die notwendigen Voraussetzungen sich darüber verständigen, vor allem im Hinblick auf die deutsche Ratspräsidentschaft, inwieweit wir dort Vorkehrungen treffen können. Ja, Frau Kollegin, das ist ein Thema, das uns schon vor der aktuellen Corona-Situation intensiv beschäftigt hat. Deutschland, auch ich persönlich, habe es mehrfach auch im Gesundheitsministerrat schon auf die Tagesordnung gehoben. Es war sowieso unser Plan, es auch zu einem der Themen unserer EU-Ratspräsidentschaft im Bereich von Gesundheit zu machen. Aber ich denke, wir spüren alle gemeinsam, das geht gerade noch grundsätzlicher. Das eine ist das Thema Masken, übrigens ja auch ein Thema, Schutzausrüstung mit Blick auf Corona. Das andere ist das Thema Arzneimittel. Aber wir sehen ja auch in der Frage, was bedeutet das für Maschinenbau, Automobil, wenn in China Produktion stillsteht oder Märkte nicht mehr so da sind im Moment, spüren wir ja alle, dass diese Abhängigkeit ökonomisch und in den Lieferketten von einem einzigen Land auf der Welt für Europa und für Deutschland kein guter Zustand ist. Und dass wir, glaube ich, im Nachgang nochmal, auch was Außenhandels- und Wirtschaftspolitik angeht, uns mit diesen Themen werden beschäftigen müssen. Und das Gleiche gilt für Lieferketten und Produktionskapazitäten in Europa. Ich glaube, es gibt keine deutsche Lösung an der Stelle, sondern eine europäische Lösung. Und genau darüber sind wir im intensiven Austausch mit den Kollegen. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Dr. Andrew Ullmann, FDP. So, jetzt funktioniert es. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Ich habe eine Frage bezüglich der Dynamik der Coronavirus-Infektion. Da sind ja verschiedene Dynamiken, die wir gerade auch in Europa sehen, in Deutschland wie auch in Italien, verschiedene Sterblichkeitsraten, auch die Morbiditätszahlen sind sehr unterschiedlich. Meine Frage ist, welche Lehren ziehen Sie jetzt als Regierung da heraus, die wir jetzt akut umsetzen können, damit es auch in Deutschland weiter besser laufen kann? Meinen Sie jetzt für nach der Krise oder meinen Sie jetzt akut? Nein, jetzt akut, ab morgen. Na, was erstmal wichtig war aus meiner Sicht und was gelungen ist, spätestens, wir haben ja im Vorhinein natürlich auch schon viel darauf hingewiesen, viele Gespräche auch geführt, etwa mit Vertretern der Ärzteschaft, der Krankenhäuser und anderen mehr, aber spätestens seit Aschermittwoch, seit dem Ausbruchsgeschehen in und um Heinsberg, wo wir eben erstmalig Infektionsketten in Deutschland hatten, die nicht mit dem Ausland verbunden sind. Das Hauptausbruchsgeschehen ist im Moment inländisch insbesondere, dass wir jetzt noch mal eine neue Phase brauchen und eine neue Dynamik. Und das ist das, was ich wahrnehme, dass alle im Moment in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in den Landkreisen, auch die noch gar nicht betroffen, wir haben immer noch Landkreise, in denen es keinen positiv getesteten Fall gibt,
aber alle ihre Krisenstäbe aktiviert haben, alle Kapazitäten danach ausrichten und wir jetzt, und das ist das, was wir auch aktuell tun, schon dafür planen, dass wir deutlich mehr auch an intensiv- und beatmungspflichtigen Patienten haben werden. Heißt also zum Beispiel, wir jetzt zügig dazu kommen müssen, planbare Operationen und Eingriffe zu verschieben. Und das ist für mich wichtig, ja auch aus der Pandemieplanung heraus, aber auch aus den Erfahrungen in anderen Ländern, dass wir halt vor der Welle sozusagen, vor der Entwicklung sein müssen, gerade auch mit Blick auf die Krankenhauskapazitäten. Nachfrage? Ich würde gerne eine Nachfrage stellen, nämlich gerade als wir die Sitzung heute begonnen haben, kam eine Meldung über den Ticker, dass wir offensichtlich es eng werden würde auf der Intensivstation in Deutschland, dass wir doch nicht genug Beatmungsplätze haben. Wie reagiert die Bundesregierung auf so eine Meldung? Stimmt das? Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich hätten wir ja genug, oder ist das eine Falschmeldung? Herr Kollege Ullmann, ich habe nicht gesagt, eigentlich hätten wir ja genug. Was ich gesagt habe, ist, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bezogen auf die Bevölkerung vergleichsweise gut oder sogar sehr gut ausgestattet sind, wir da in den vorderen drei Plätzen sind. Das heißt nicht, dass ich sage, wir haben für alles, was sich entwickelt, per se genug. Das würde ich sehr vermessen, das zu sagen, um das auch deutlich zu formulieren, angesichts der Entwicklung, die sich ergeben kann, wenn wir es nicht ausreichend verlangsamen, die Ausbreitung. Wir haben eine bessere Ausgangslage, aber das reicht noch nicht. Deswegen geht es jetzt darum, Intensivkapazitäten frei zu bekommen, indem planbare Operationen und Eingriffe eben verschoben werden, weil natürlich in der Folge daraus auch Intensivbedarf entsteht. Das muss man rechtzeitig beginnen. Und zum Zweiten hat der Krisenstab die Dringlichkeit für die Beschaffung auch von intensivmedizinischem Material festgestellt. Der Haushaltsausschuss wird sich heute auch mit dieser Frage beschäftigen. Möchten wir natürlich auch dort, soweit es geht, Vorsorge treffen. Ich sage Ihnen aber auch dazu, das ist wie bei den Masken. Es sind natürlich gerade alle Länder auf der Welt dabei, sich genau auch mit der Stärkung dieses Teils ihres Gesundheitssystems zu beschäftigen. Danke sehr, Dr. Roy Kühne, CDU-CSU, hat als Nächster das Fragerecht. Herzlichen Dank. Es geht um das Thema Pflegekräfte. In der letzten Woche wurde berichtet, dass die Anerkennungszahlen von ausländischen Berufsabschlüssen von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pflegern sich in den letzten zwei Jahren nahezu verdoppelt haben. Welche weiteren Maßnahmen werden Sie ergreifen, um weiter Pflegepersonal zu gewinnen? Wir haben bei aller guten Ausgangslage, die ich gerade gesagt habe, im Übrigen auch mit Blick auf Fachkräften, Ärzten und Pflegekräfte in Deutschland, natürlich Bedarf nach mehr Pflegekräften in der Kranken- wie in der Altenpflege. Das ist ja die Debatte, die wir seit mindestens zwei Jahren, eher länger, ja auch intensiv führen. Ein Baustein neben mehr Ausbildung in Deutschland und auch möglichen Umschulungen und anderes mehr ist die verstärkte Anerkennung oder überhaupt Überzeugung von Menschen, nach Deutschland zu kommen, Fachkräften aus dem Ausland, um hier mit anzupacken. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, die Verfahren jetzt schon zu beschleunigen, aber wir brauchen es noch schneller. Wir sind gerade dabei, in Kooperation mit einigen Bundesländern sowohl die Visa-Verfahren, das ist dann mit dem Auswärtigen Amt, wie auch die Anerkennungsverfahren idealerweise auf maximal 6 Monate zu reduzieren. Das läuft jetzt in ersten Piloten und wenn das gelänge, wäre das ein wichtiges Signal eben auch für diejenigen, die sich entscheiden wollen, als Fachkräfte hier zu uns nach Deutschland zu kommen. Und wir werden natürlich, wir sind übrigens im Wettbewerb, auch Saudi-Arabien, China, viele andere Länder suchen mittlerweile etwa in Südostasien und in anderen Bereichen nach Pflegefachkräften. Und deswegen geht es natürlich darum, auch dort im Wettbewerb ein gutes Angebot zu machen. Übrigens im Vergleich zu anderen Ländern können wir auch mit Arbeitsschutz- und Arbeitsrechtsstandards werben, die es vielleicht nicht in jedem Land auf der Welt gibt. Danke sehr, Dr. Achim Kessler. Die Linke stellt die nächste Frage. Herr Minister, uns erreichen sehr, sehr viele Nachfragen von Menschen, die sich sehr große Sorgen machen um ihre Angehörigen, die entweder zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen gepflegt werden. Sie selbst, aber auch das Robert-Koch-Institut, auch viele Expertinnen und Experten betonen immer wieder, dass ältere Menschen, dass Menschen mit Vorerkrankungen besondere Gefährdung haben und auch mindestens 2 der 3 Todesfälle, die wir in Deutschland haben, kommen ja aus diesem Personenkreis. Sie haben das heute Morgen auch im Ausschuss für Gesundheit nochmal bekräftigt. Gestern ist die Information, hat das Robert-Koch-Institut Informationen an Pflegeeinrichtungen rausgegeben. Ich möchte gerne nochmal konkret nachfragen, welche konkreten Maßnahmen
Maßnahmen das Bundesministerium für Gesundheit oder auch der Krisenstab ergriffen haben, um die Ausrüstung mit Schutzmaterial in den Pflegeheimen zu sichern. Ob Sie dafür konkrete Abfragen gemacht haben, welchen Bedarf es gibt und welche konkreten Festlegungen getroffen wurden, um ambulante Pflegedienste auszustatten. Denn es reicht in der zugespitzten Situation sicher nicht aus, allgemeine Appelle an die Familien zu richten, sich um ihre Angehörigen zu sorgen oder extra Informationen an Pflegeeinrichtungen zu schicken. Erstens mal, Herr Kessler, würde ich den Effekt von individuellem Verhalten, und da setze ich auch ein Stück und bekräftige die Bürger auf das, was Bürgerinnen und Bürger und Familienmitglieder untereinander tun, nicht unterschätzen. Das sind nicht nur Appelle, sondern ich meine das sehr, sehr ernst. Nämlich die Frage, wie wir miteinander umgehen, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein, im Club, macht gerade einen Unterschied. Das ist mir schon wichtig. Das ist nicht so nach dem Motto, das kann jetzt der Minister und die Regierung alles alleine, das können wir nur zusammen, wenn alle mitmachen. Zweiter Teil ist, dass wir schon sehr frühzeitig auch mit den Verbänden der Pflegeeinrichtungen und Institutionen das Gespräch gesucht haben. Es gibt Pandemiepläne auch für Pflegeeinrichtungen, dass die aktualisiert werden, haben wir sehr für geworben, frühzeitig angepasst werden. Natürlich ist in den Beschaffungsvorhaben, die wir seitens des Bundes für Masken haben, zum Beispiel für Schutzmasken, auch der Pflegebereich mit im Blick. Ich glaube auch, dass wir nochmal auch gegenüber Älteren insgesamt die Kommunikation verstärken wollen, sie gezielt anzusprechen und zu erreichen über das, was wir aktuell schon machen. Und zwar, um die Dinge einzuordnen und eben auch aktives Selbsthandeln möglich zu machen. Das, was wir an Hamsterkäufen in Teilen sehen, sagen ja einige, ist auch einfach eine ganz normale Handlung, wenn man sagt, man muss doch was tun. Und wenn wir diesen Willen, was zu tun, in die richtigen Bahnen lenken, etwa auch im Umgang mit Älteren, dann kann es eben tatsächlich auch einen Unterschied machen. Das gilt für professionelle Pflege, das gilt aber auch grundsätzlich im Umgang mit älteren Hochbetagten oder denjenigen, die Unterstützung brauchen. Nachfrage. Wenn ich darf, hätte ich gerne noch eine Nachfrage. Können Sie mir sagen, welche konkreten Planungen Sie haben, um erkranktes Personal in Pflegeeinrichtungen zu ersetzen? Weil ich meine, man kann Pflegeeinrichtungen ja nicht einfach schließen, wenn das Personal erkrankt ist. Und es muss dafür ja Vorbereitungen geben, Planungen geben, wie damit dann umzugehen ist. Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sehen ausdrücklich natürlich Ausnahmen, gerade für das Aufrechterhalten von Krankenhaus- oder Pflegebetrieb vor. Wichtig ist, dass dann alle Maßnahmen ergriffen werden, um natürlich die Pflegekräfte untereinander, aber vor allem auch die pflegebedürftigen Patienten zu schützen. Das hieße, jetzt nicht bei jemandem, der positiv getestet ist, sondern da, wo Verdacht oder Kontakt bestanden hat, insbesondere mit Schutzmasken zu arbeiten, dort womöglich eine tägliche Testung zu machen und solange negativ kann weitergearbeitet werden. Die ersten Krankenhäuser machen das genau so und können damit die Arbeitsfähigkeit erhalten und mit ähnlichen Maßnahmen. Am Ende muss man in der konkreten Situation vor Ort immer abwägen, welche gesundheitlichen Folgen hätte es und hat es, wenn die Pflegekräfte auch mit einem möglichen Verdacht auf eine Infektion arbeiten, in Relation dazu, dass keine Pflegekräfte da sind, um pflegebedürftige Menschen oder kranke Menschen zu versorgen. Das ist am Ende natürlich in der jeweiligen Situation und in einer möglicherweise zugespitzten Situation regional, wie in Heinsberg es ja auch der Fall war und ist, dann eben anders abzuwägen als da, wo bis jetzt noch relativ wenig und die Region gibt es auch noch in Deutschland sich entwickelt hat. Danke sehr, Dr. Kirsten Kappert-Gondert. Der Bündnis 90 Die Grünen stellt die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, zunächst, also ich finde, dass Sie gemeinsam mit dem RKI in der ganzen Corona-Situation wirklich sehr gut und besonnen vorgehen. Meine Frage geht jetzt um die Situation in der Geburtshilfe, wo es dringend Verbesserungen bedarf. Sie haben vor einem Jahr ein Eckpunktepapier vorgelegt zur Verbesserung in der Geburtshilfe. Es ist jetzt ein Jahr alt. Die Hebammenakademisierung ist endlich auf dem Weg. Aus unserer Sicht müssen da aber noch sehr viel mehr Maßnahmen getroffen werden, um die strukturellen Missstände in der Geburtshilfe, die ja hinreichend belegt sind, lange bekannt ist, anzugehen. Was planen Sie da ganz konkret? Wir haben ja, Frau Kollegin, erstmal Dankeschön. Und Dankeschön möchte ich auch zurückgeben an das ganze Haus und die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus dem Gesundheitsausschuss, dass wir, natürlich gibt es immer was zu kritisieren und zu hinterfragen, das gehört zum normalen Geschäft dazu, aber dass wir das insgesamt in einer Art und Weise miteinander machen,
die, denke ich, für die Bürgerinnen und Bürger dann eben auch ja, Orientierung und nicht noch mehr Verwirrung gibt. Das, glaube ich, ist in einer solchen Lage sehr, 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 sehr wichtig. Zur Frage Hebammenversorgung, Geburtshilfe haben wir ein Gutachten ja in Auftrag gegeben gehabt. Das liegt vor. Wir haben mittlerweile auch, Herr Staatssekretär Gebhardt, Gespräche geführt mit den Verbänden für konkrete Schlussfolgerungen. Ich bin bei Ihnen, dass jetzt natürlich alles Weitere im Gesundheitswesen nicht stillstehen darf, nur wegen dieser besonderen Corona-Herausforderung. Ich sage Ihnen aber auch ehrlicherweise dazu, dass die Ressourcen des Hauses, und zwar auf allen Ebenen und auch meine, im Moment sehr stark fokussiert sind auf diese akute Lage und deswegen andere Themen im Moment leicht zurückstehen, ich aber in ihrer Wichtigkeit, und dazu gehört auch das Thema, überhaupt keinen Abbruch tun will. Wir werden, sobald wir die Kapazitäten haben, uns wieder voll auch mit Fokus um all diese anderen. Wir haben Gesundheitsberufe, Eckpunkte gerade beschlossen, Bund, Länder, Physiotherapie. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, wo wir gemeinsam wissen, dass wir arbeiten wollen und müssen. Aber sehen Sie mir nach, dass wir jetzt in einer Phase der akuten Lage nicht alles gleichzeitig können. Nachfrage. Vielen Dank für die Antwort. Erstmal finde ich das selbstverständlich, dass die Corona-Situation und der Umgang damit natürlich höchste Priorität hat. Konkrete Nachfrage, ganz zentral für die Verbesserung in der Geburtshilfe, ist ja die 1:1-Betreuung durch Hebammen in den wesentlichen Phasen der Geburt, die den Müttern ja die Sicherheit gibt, dass sie eben gut unterstützt sind und so, wie sie das benötigen. Was planen Sie in der Richtung, um diese 1:1-Betreuung auch wirklich sicherzustellen? Ob jetzt 1:1 oder in einem ersten Schritt 2:1, darüber kann man fachlich streiten, aber ich wäre sehr gerne bereit, auch zügig zu Personalvorgaben in dem Bereich zu kommen. Wir haben nur, wenn ich das so formulieren darf, ein Henne-Ei-Problem. Weil mir die Hebammen und Hebammenverbände sagen, wir haben ja ausgebildete Hebammen in Deutschland, sagen, wir würden zurückgehen in die Geburtshilfe, wenn ihr 2:1 oder 1:1 im Betreuungsschlüssel habt. Und ich kann Ihnen eigentlich erst festlegen, wenn Sie zurückgekommen sind, weil wenn ich morgen am Tag, ja, wenn wir für den nächsten ersten des Monats 1:1 oder 2:1 als Betreuungsschlüssel festschreiben würden, müssten flächendeckend in Deutschland Geburtshilfen werdende Mütter abweisen, weil sie das Personal so schnell ja gar nicht hätten. Deswegen braucht es einen Plan sozusagen, einen Weg dahin, damit wir so langsam nachziehen, Personalvorgaben und tatsächlichen Personalbestand. Weil wenn Sie Personalvorgaben einführen, ohne dass das Personal da ist, führt das erstmal zu einem Abbruch in der Versorgung. Das ist ja das, was wir bei anderen Stellen auch erlebt haben. Und genau über diesen Pfad dahin führen wir ja die Gespräche eben auch mit den Verbänden. Also im Ziel sind wir uns einig. Ich beschreibe Ihnen nur die Schwierigkeit auf dem Weg dahin. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Paul Podolay, AfD. Herr Bundesminister, Sie haben uns bereits im Januar gesagt, dass Deutschland sehr gut vorbereitet ist auf das Coronavirus. Stimmt das, dass Ihr Kabinettskollege, Herr Außenminister Maas, im Februar Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Sprühgeräte an China verschenkt hat? Laut einer Pressemitteilung in der Zeit handelt es sich um 2 Hilfslieferungen, insgesamt von 14 Tonnen Material im Wert von mehr als 150.000 Euro. Diese Materialien fehlen jetzt in Deutschland zur Bekämpfung der Epidemie. Das nennen Sie gut vorbereitet? Wenn wir jetzt keine Vorräte haben und nicht einmal Teststäbchen vorhanden sind. Also es sind ja 2 Facetten. Das eine ist, wenn ich gesagt habe, wir sind als Gesundheitssystem insgesamt gut vorbereitet, geht es zum Beispiel um die Infrastruktur, die wir haben. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass bei allen Problemen, die wir haben und die wir täglich diskutieren und allen Unzulänglichkeiten, die auch im Alltag auch in einer solchen Phase entstehen, es wenige Länder auf der Welt gibt, und bei dieser Einschätzung bleibe ich, die überhaupt eine solche Infrastruktur, so viele Intensivbetten, so viele Fachkräfte, so viele Ärzte und Pflegekräfte haben wie wir. Sie können immer sagen, es sollte mehr sein, bin ich dabei. Aber in Relation zu anderen, im Vergleich zu anderen Ländern, halte ich uns weiterhin für durchaus gut dann auch vorbereitet. Was die Frage angeht der Hilfe für China, erleben wir übrigens gerade die Hilfsbereitschaft andersrum. Wir bekommen nämlich Angebote aus China an Deutschland und an europäische Länder tatsächlich und dann vor allem an meist betroffen, gerade auch Italien, tatsächlich andersrum auszuhelfen und Masken zur Verfügung zu stellen und Gerät. Wir haben in einer schwierigen Lage China geholfen, insbesondere in der Provinz Hubei.
Wir erleben gerade aber auch Angebote seitens Chinas, übrigens bis hin zu Beatmungsgeräten, die man zur Verfügung stellen will, dann andersrum eben auch in einer schwierigen Lage zu helfen. Und ich denke, das ist das, was dann auch internationale Kooperation auszeichnet, dass sie nicht einseitig ist, sondern dass man sich auch aufeinander verlassen kann in schwieriger Lage. Zusatzfrage, bitte. Ich habe eine Zusatzfrage noch, Herr Minister. Ich muss Ihnen sagen, das Vorgehen der Bundesregierung ist weder konsequent noch kohärent. Sie haben jetzt ein Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung beschlossen, während unsere Partner, vor allem in der EU, unsere Hilfe brauchen. Die kritisieren das schon. Wie rechtfertigen Sie solche Maßnahmen im Hinblick auf die Fehleinschätzung des Kollegen Maas? Offensichtlich ist die Bundeskanzlerin nicht mehr in der Lage, die Arbeit der Bundesregierung zu koordinieren. Keiner weiß, was der andere macht. Also erstens, wenn ich das sagen darf, finde ich ja, dass Sie eine berechtigte Frage ansprechen, sich aber die beiden Fragen, die Sie gestellt haben, eigentlich widersprechen. Weil einerseits sagen Sie, wir sollen China nicht helfen und andererseits sagen Sie, aber es muss doch möglich sein, in andere Länder zu exportieren. Ich finde die Frage ja sehr nachvollziehbar, was das mit der Exportbeschränkung ist, kein Verbot auf sich hat, weil die Frage kriegen wir ja auch von unseren europäischen Partnerländern. Ich bin auch da im täglichen Kontakt. Was wir unterbinden wollten, ist, dass wir das, was wir gesehen haben, Händler mit Geldkoffern, Bargeldkoffern in Deutschland angefangen haben, aufzukaufen, die Maskenbestände. Völlig ohne das, das ging nicht mehr danach, wo es bedarf, es ging danach, wer hat die meiste Kohle beim Koffer, um es mal so zu formulieren, etwas salopp. Und das ist aus meiner Sicht in dieser Lage kein gutes Prinzip. Und deswegen haben wir dort durch die Exportbeschränkung das beendet. Der Teil, beschreiben wir auch alle, ist vorbei, das passiert nicht mehr. Und jetzt müssen wir zügig, und das stellen wir diese Woche, beginnen wir noch damit, in Einzelfallentscheidungen feststellen, an welche EU-Partner dann tatsächlich bestellte Masken auch ausgeliefert werden. Und was Rumänien, Schweiz und andere Partner angeht, wird es diese Auslieferung aus Deutschland natürlich geben für den jeweiligen Bedarf dieser Länder. Aber eben, wir wissen, was passiert, und es entscheiden nicht die Geldkoffer darüber, was passiert. Und ich halte das in dieser Lage für ein sehr verantwortungsvolles Vorgehen. Danke sehr. Heike Behrens, SPD, stellt die nächste Frage. Herr Minister, mit Respekt schauen wir auf das Krisenmanagement der Bundesregierung und auch darauf, dass Sie uns als Parlament so umfassend und immer unmittelbar informieren über die Entwicklung in Sachen Coronavirus. Ich möchte meine Frage aber bewusst auf einen anderen Themenkreis lenken, bei dem wir auch dauerhaft vor großen Herausforderungen stehen, und das ist das Thema Pflege. Zunehmend fühlen sich die Pflegebedürftigen durch die Eigenanteile überlastet. Wir als SPD-Fraktion haben uns da positioniert. Wir möchten gerne, dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen begrenzt werden und plädieren auch dafür, den von Professor Rothgang vorgeschlagenen Sockel-Spitze-Tausch vorzunehmen. Mich interessiert nun, wann wird das Gesundheitsministerium dazu einen Vorschlag auf den Tisch legen und geht das in diese Richtung, eben wirklich die Pflegebedürftigen von den hohen Kosten zu entlasten? Frau Kollegin Behrens, vielen Dank, weil das natürlich ein Thema ist, das uns ja in der Gesundheits- und Pflegepolitik in den letzten Monaten intensiv beschäftigt hat. Wir alle wissen, mehr Pflegekräfte, auch nach unserem Willen, ja grundsätzlich besser bezahlt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in der Altenpflege zu einem Mindestlohn kommen, jetzt in wenigen Schritten von 2.600 Euro im Monat Mindestlohn. Liegen viele drüber, aber für viele zigtausende, wenn nicht hunderttausende Pflegekräfte in Deutschland ist das eine deutliche Verbesserung in jedem Monat, dass das natürlich die Kosten erhöht und damit auch die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen einen fairen Ausgleich finden, dass das nicht nur von denen zu schultern ist. Und ich habe ja angekündigt, das ist auch weiterhin mein Ziel, vorausgesetzt die weitere Entwicklung und welche Ressourcen sie bündet, das sage ich dazu. Aber mein Ziel ist weiterhin, zu Mitte des Jahres Ihnen, dem Parlament und der Bundesregierung, einen Vorschlag zu machen, wie wir zu einem faireren, besseren, planbaren Rahmenwerk kommen, Ausgleich kommen zwischen dem, was Pflegebedürftige und ihre Familien selbst zu tragen haben und dem, was die Pflegeversicherung und damit die Solidargemeinschaft an Zuschuss und Unterstützung gibt. Ziel ist Mitte des Jahres. Nachfrage, Frau Kollegin.
Herr Spahn, Sie haben eben das Thema Mindestlohn im Zusammenhang mit Pflege erwähnt. Wir stehen ja vor großen Herausforderungen im Bereich der Pflege, um ausreichend Pflegepersonal zu gewinnen und insbesondere auch junge Menschen zu motivieren, den Pflegeberuf zu ergreifen. Wäre es da nicht viel sachgerechter, wirklich die Tarifbindung im Bereich der Pflege zu stärken und vor allem auch das, was jetzt gerade geplant wird, eben einen Branchentarifvertrag in der Pflege vorzubereiten, diesen Weg zu beschreiten, um auch den jungen Menschen ein klares Signal zu geben, dass sie auch dauerhaft auf eine gute und verlässliche Entlohnung in der Pflege zählen können? Zum Ersten, Frau Kollegin, finde ich, gemeinsam mit Ihnen ist ein wichtiges Signal, gerade an Auszubildende, dass wir seit dem 01.01. nirgendwo in Deutschland mehr Schulgeld haben und regelhaft eine Ausbildungsvergütung im ersten Jahr von über 1.000 Euro. Das kann sich, glaube ich, im Vergleich mit anderen Ausbildungsberufen durchaus sehen lassen. Ich bin bei Ihnen, in der Krankenpflege haben wir ja in aller Regel auch Tarifverträge, in den allermeisten Bereichen jedenfalls. In der Altenpflege ist das nicht so umfänglich so. Deswegen ist der Mindestlohn erstmal als erste wichtige Maßnahme. Und ich sage nochmal, es ist eine enorme Erhöhung und zum ersten Mal ein Mindestlohn für Pflegefachkräfte. Das ist qualitativ ein wichtiger Schritt nach vorne. Auch die Debatte über einen möglicherweise allgemein zu verbindlichen Tarifvertrag. Entscheidend ist aber schon auch, und ich hoffe, da sind wir uns auch einig, dass ein solcher möglicherweise allgemein verbindlich zu erklärender Tarifvertrag auch abdeckt hinreichend große Bereiche in der Pflege, um ihn dann anschließend für allgemeinverbindlich erklären zu können. Und ich will das mal so formulieren, ich bin mir nicht sicher bei allen Partnern, die da gerade über den Tarifvertrag verhandeln, ob das schon garantiert und sicherstellt, dass der Tarifvertrag eine hinreichend große Breite hat und Verankerung und genug Pflegekräfte überhaupt beinhaltet, um ihn anschließend für allgemeinverbindlich zu erklären. Stand heute bin ich mir da noch nicht sicher, aber wir warten jetzt mal ab, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer dort zu einem Ergebnis kommen. Danke sehr. Katrin Helling-Blaar, FDP, steht die nächste Frage. Sehr geehrter Herr Minister, meine Frage bezieht sich auf die Thematik Sterbehilfe, denn auch die bewegt ja die Menschen derzeit. Sie haben das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits im Jahr 2017 oder infolge auf ein Urteil aus dem Jahr 2017 angewiesen, Anträge auf Erlaubnis zum Erwerb von Natriumpentobarbital abzulehnen und sich damit über diese höchstrichterliche Rechtsprechung hinwegzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun vor 2 Wochen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben noch deutlicher betont als das Bundesverwaltungsgericht 2017. Wie halten Sie Ihre Anweisung noch für haltbar oder überhaupt für haltbar? Und zum nicht bestehenden Anspruch gegenüber Dritten, den Sie an dieser Stelle immer wieder ins Feld führen, möchte ich sagen, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ja eine Bundesoberbehörde und damit kein Dritter ist, sondern mit diesen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts niedergelassene Ärzte oder Ärzte im Allgemeinen gemeint waren. Frau Kollegin Helling-Blaar, zum Ersten war das Bundesverwaltungsgerichtsurteil ein Urteil im Einzelfall. Und das finde ich für die rechtliche Bewertung und die Frage, welches Handeln folgt daraus und welche Verpflichtung, sehr, sehr wichtig. Zweiter Teil, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ist im Lichte eines Verbotes getroffen worden. Und die Logik war, weil es verboten ist, geschäftsmäßig und organisiert, muss doch dann mindestens der Staat Abhilfe schaffen. Das ist ja mehr oder weniger die Logik des Urteils. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist aber organisiert und gewerbsmäßig gar nicht mehr verboten. Das heißt, die Frage, welche Notwendigkeit zur Abhilfeschaffung, weil man sonst überhaupt keinen Zugang hätte zur Sterbehilfe, überhaupt noch gegeben ist, nachdem das jetzt ja mehr oder weniger momentane Rechtslage völlig ungeregelt ist, darüber muss man auch reden. Die Geschäftsgrundlage des Bundesverwaltungsgerichtsurteils in seiner Logik ist eigentlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und seiner Logik so gar nicht mehr gegeben, weil es eben ja Zugang gibt jenseits des staatlichen Angebots. Und deswegen muss man das schon in Ruhe bewerten, finde ich. Nachfrage, Frau Kollegin. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts beschäftigt sich mit der Auslegung einer Norm im Betäubungsmittelgesetz. Und das Urteil sagt, dass diese Norm verfassungskonform auszulegen ist. Wieso sich daran jetzt etwas geändert haben soll durch das neuerliche Bundesverfassungsgerichtsurteil, erschließt sich mir so nicht. Was sich mir aber auch nicht erschließt, ist,
Im Hinblick auf Ihr Verständnis vom Gewaltenteilungsprinzip, ja, es ist eine Einzelfallrechtsprechung, aber in gleichgelagerten Fällen und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft ja die einzelnen Fälle. In gleichgelagerten, sehr ähnlich gelagerten Fällen müsste es meines Erachtens schon entsprechend verfahren. Das heißt, wie ist Ihr Vorgehen mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz vereinbar? Erster Teil, das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil auch hergeleitet, dass wegen des Verbots der organisierten und oder gewerbsmäßigen Sterbehilfe für jemanden, der für sich diese Entscheidung treffen will und dabei Unterstützung haben will, das Angebot wegen des Verbots nicht da wäre und deswegen zumindest doch eine staatliche Behörde in begründeten Fällen es möglich machen muss. Wenn aber dieser Teil der Herleitung nicht mehr da ist, weil eben das Verbot nicht mehr da ist, seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von Aschermittwoch, glaube ich, war es, ist die Ausgangslage eine andere. Deswegen stellt sich schon die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht heute in einem weiteren Einzelfall noch immer zum gleichen Ergebnis kommen würde an der Stelle. Das Zweite ist, wenn Sie über Gewaltenteilung richtigerweise auf Gewaltenteilung verweisen, ist hier das Bundesverfassungsgericht für die Frage, wie ist mit gesetzlichen Grundlagen umzugehen generell zuständig und für die Frage des Einzelfalles an dieser Stelle eben das Bundesverwaltungsgericht. Und ich tue mich weiterhin schwer, um das auch zu sagen, dass Staat, Minister und Beamte nach politischer Anweisung des Ministers wahrscheinlich darüber entscheiden, nach welchen Kriterien der Staat selbst Medikamente zur Selbsttötung ausgeben darf oder nicht. So, und ich nehme die Einzelfallentscheidung des Verwaltungsgerichts natürlich in meine Überlegung mit ein. Aber es ist was anderes als ein Urteil eines Bundesverfassungsgerichts. Darauf lege ich schon Wert. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Kollegin Dr. Claudia Schmidtke, CDU-CSU. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Spahn, Sie haben eben zu Recht all die vielen Menschen, die sich im Moment großen Einsatz zeigen in der Krankenversorgung, Sie erwähnt und Ihnen gedankt. Und dem möchte ich mich wirklich auch von Herzen anschließen. Aber diesen Dank möchte ich noch erweitern, denn auch Sie, Ihr Team im Ministerium, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im RKI und viele, viele mehr sind im Moment wirklich im Dauereinsatz. Und dafür auch herzlichen Dank. Am Wochenende haben Sie erwähnt und Sie haben es auch jetzt noch mal gesagt, Sie haben empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Und da würde ich ganz gerne wissen, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Zum einen die Einschätzung, die fachlich Großveranstaltungen abzusagen, entwickelt oder kommt eben aus der Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland und in Europa. Und es geht eben vor allem darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dem Virus, um es mal so zu formulieren, möglichst wenig Chance auf Verbreitung zu geben. Und die Chance, sich zu verbreiten, ist nun mal leichter, wenn viele Menschen eng beieinander sind oder überhaupt beieinander sind. Wenn sie miteinander feiern, wenn sie sich in die Arme legen, weil sie sich über etwas freuen, wie einem Tor, weil sie auf dem Weg sind zu einer Großveranstaltung und anderes mehr. Und deswegen ist eben die Frage, wenn wir jetzt in einer Phase sind, wo es darum geht, zu verlangsamen und Ausbreitungsrisiken zu minimieren, ob dann es nicht tatsächlich richtig ist, auf bestimmte Dinge zu verzichten für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Und daher kommt diese Empfehlung. Ich bin sehr dankbar, dass nahezu alle Bundesländer sie schon polizeirechtlich in Teilen sogar umgesetzt haben und das damit auch Wirkung entfaltet. Ich will dazu sagen, für Veranstaltungen unter 1.000 heißt das übrigens nicht, dass sie per se stattfinden sollten. Das macht schon einen Unterschied, ob das irgendwie eine Tanzveranstaltung ist, wo man eng umschlungen miteinander ist, oder ob das eine Juraprüfung ist, wo die einen Meter auseinandersitzen während ihrer Prüfungssituation. Also es kommt schon auch noch auf die Gegebenheiten an, auch bei Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Dr. Gesine Lötzsch, Die Linke. Herr Minister Spahn, Sie haben ja vernünftigerweise empfohlen, darüber wurde gerade gesprochen, Großveranstaltungen abzusagen. Nun gibt es ja eine Großveranstaltung, die gerade quer durch Europa zieht, und zwar die Militärübung Defender 2020. 37.000 Soldatinnen und Soldaten aus 19 Ländern ziehen quer durch Europa. Heute wurde in den Medien bekannt, dass der oberste General der US-Armee
mit dem Coronavirus, also in Deutschland, mit dem Coronavirus auf einer NATO-Konferenz in Kontakt gekommen ist. Finden Sie nicht, dass es Anlass sein sollte, diese Übung jetzt zu stoppen? Frau Kollegin, das war durchaus auch Thema in den Gesprächen rund ums Kabinett, die Übung, NATO-Übung Defender 2020. Und dass eben alle NATO-Partner und damit auch die Bundesrepublik Deutschland natürlich mit einem großen Verantwortungsbewusstsein und Bewusstsein dafür, welche Risiken für Infektionen damit verbunden sind, genau diese Übung in den Blick nehmen und die Frage, welche Vorkehrungen zu treffen sind, um Infektionsrisiken zu minimieren. Ja, ich habe eine Nachfrage. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Gibt es denn eine direkte Informationskette zwischen den US-Hauptquartier in Wiesbaden und dem Gesundheitsministerium? Meinen Sie jetzt dem deutschen Gesundheitsministerium? Dem deutschen Gesundheitsministerium, also Ihnen, zwischen Ihnen und der US-Armee. Es gibt, wie Sie wahrscheinlich auch erwarteten, schon vor Ihrer Frage natürlich keine direkte tägliche Informationskette zwischen einer militärischen Institution der US-Streitkräfte und dem deutschen Bundesgesundheitsministerium. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Corinna Rüffer, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Ich finde, dass man nicht oft genug betonen kann, dass die Art und Weise, wie wir mit dem Coronavirus umgehen, in dieser Gesellschaft eine Frage gesellschaftlicher Solidarität ist und gesellschaftlichen Zusammenhalt erfordert. Und ich finde, dass wir das in ganz guter Weise machen. Das Robert-Koch-Institut und Sie als Ministerium, Sie informieren ja jeden Tag darüber, was die neueren Erkenntnisse sind. Und es ist eben ganz bedeutsam, dass alle Menschen auch Zugang zu diesen Informationen finden können, um sich entsprechend zu informieren. So, wir stellen fest, dass es hier einfach ein Defizit gibt. Also die Informationen, die auf den Homepages zu finden sind, aber auch in Pressekonferenzen, die heute Morgen mit Ihnen und der Bundeskanzlerin waren nicht in Gebärden übersetzt, also für gehörlose Menschen nicht zu verstehen und auch nicht untertitelt. Auch in leichter Sprache wäre diese Information dringend notwendig. Was gedenken Sie zu tun, um dort dringend Abhilfe zu schaffen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich würde mir auch etwas mehr Geschwindigkeit, wir arbeiten daran, das auch entsprechend in Gebärdensprache zu übersetzen, Zugang möglich zu machen. Ich hätte mir auch eine etwas schnellere Umsetzung gewünscht, aber Sie können mir glauben, ich werde nicht nur wegen dieser Frage jetzt, sondern ganz generell dem auch nochmal persönlich mit etwas mehr Nachdruck nachgehen. Nachfrage, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, nochmal und vielen Dank für die Antwort, Herr Minister. Ich möchte noch mal ein bisschen Nachdruck verleihen. Also angesichts der jetzigen Situation haben wir uns mal ein bisschen näher angeschaut, wie es um die Homepage des Bundesgesundheitsministeriums bestellt ist, in Bezug auf diese Fragenübersetzung in Gebärdensprache. Es gibt genau ein Video, das so ein bisschen die Struktur des Ministeriums beschreibt, und zwei Texte in leichter Sprache, die sozusagen auch sich sehr an der Oberfläche befinden. Und das macht, glaube ich, deutlich, wie dringend hier der Handlungsbedarf ist, weil es eben nicht nur eine kleine Personengruppe betrifft, sondern in Gänze sehr viele Menschen in diesem Land, die ein Recht darauf haben, an diese Informationen zu gelangen. Und deswegen mit Nachdruck die Bitte, dass da schnell was passiert, und bitte um Ihre Antwort, ob Sie das irgendwie absehen können, wann das soweit sein wird. Ich nehme das mit dem Nachdruck, mit dem Sie es hier richtigerweise angesprochen haben, mit und bemühe mich darum, dass wir schnellstmöglich abstellen oder verbessern, sagen wir es mal so. Danke sehr. Frau Kollegin Künast möchte dazu eine Nachfrage stellen. Das muss man übrigens, Frau Pandl, anzeigen, bevor die nächste Frage aufgerufen ist, für die nächste Regierungsbefragung. Ja, genau, ich habe es geschafft. Kurze Nachfrage dazu. Wäre es nicht richtig, vielleicht überlegen Sie es in dem Kontext ja auch längst, dass bei Ihren oder bei den täglichen Pressekonferenzen des RKI immer Gebärdendolmetscher daneben stehen, sodass Sie im Bild erkennbar sind? Auch diesen Hinweis nehme ich gerne mit. Danke sehr. Dann stellt die nächste Frage der Kollege Uwe Witt, AfD. Herr Minister, vielen Dank für den hohen Informationsgrad, den Sie uns
und den Bürgern hier im Lande zuteilwerden lassen. Meine Frage: Neueste Studien aus den USA deuten darauf hin, dass das Virus eben halt nicht, so wie Ihre Experten berechnet haben, in den Frühjahr- und Sommermonaten regressiv, das heißt also rückläufig ist, sondern im Gegenteil, es sieht so aus, als wenn er weiter kontinuierlich sich verbreitet. Inwieweit haben Sie diesbezüglich Ihre Strategie schon anpassen können? Herr Kollege Witz, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es seit einigen Tagen Erkenntnisse gibt, die gegen die bisherige, ja auch nicht per se wissenschaftlich abschließend offenkundiger validierte Annahme sprechen, nämlich, dass es im Frühjahr, Sommer zumindest Entlastung gibt, weil, wie bei anderen Erkältungsviren, es erwartbar gewesen wäre, weil dann möglicherweise das Verbreitungsgeschehen reduziert ist. Es gibt Hinweise darauf, und zwar wissenschaftlich hergeleitete, dass das nicht der Fall sein wird in dem Umfang. Vielleicht leicht, aber nicht so, wie man es erwartet hat oder hätte. Und das heißt natürlich, dass die Frage der Verlangsamung der Verbreitung noch mal eine viel, viel größere Bedeutung bekommt. Und danach richten wir auch unsere Maßnahmen aus. Wir können nicht davon ausgehen, Stand jetzt, heute, dass es sozusagen runtergeht, was übrigens das Risiko gehabt hätte, dass es im Herbst, Winter dafür umso stärker wieder hochgeht, sondern wir müssen damit rechnen, dass es kontinuierlich auch über die Sommermonate weitergeht in der Verbreitung. Und das erfordert natürlich eine Anpassung der Strategie, und daran arbeiten wir. Danke sehr. Ja, vielen Dank. Ich hatte fast mit der Antwort gerechnet. Daher eine weitere Frage: Die Auswirkungen auf die Tourismusbranche in Deutschland werden natürlich katastrophal sein. Ich selber wohne in der Lübecker Bucht, da lebt jeder dritte Bewohner vom Tourismus. Dieser Ausfall bzw. dieser Umsatz, der normalerweise im Sommer entsteht, der reicht eigentlich, um über die Wintermonate zu kommen. Das wird natürlich eine Katastrophe sein. Die bis jetzt verabschiedeten Mittel wie Kurzarbeitergeld greifen da nicht, weil da ganz andere Beschäftigungsmodelle zum Tragen kommen. Inwieweit wollen Sie verhindern, dass ganze Regionen da zumindest temporär verarmen? Ich nehme, wie die Bundesregierung insgesamt, diesen Punkt sehr, sehr ernst. Wir sagen zu Recht aus meiner Sicht, Gesundheit geht vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen. Das heißt aber nicht, dass wir die wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung, die wir zum Gesundheitsschutz treffen, nicht im Blick nehmen sollten oder auch müssen. Weil natürlich, Sie haben Gastronomie, Tourismus, aber auch bestimmte Handwerksbetriebe, etwa im Messebau und anderem mehr. Wenn das länger als ein paar Wochen geht, und davon ist auszugehen, wir reden hier über Monate, möglicherweise bis zum Jahreswechsel, dann braucht es natürlich auch noch andere und zusätzliche Hilfe und Hilfsinstrumente als die, die wir im Moment auch haben, auch was Liquiditätshilfen seitens der KfW oder anderer Programme angeht. Und über genau diese Fragen sind das Finanz- und das Wirtschaftsministerium, wie wir auch insgesamt in der Bundesregierung in Gesprächen. Am Freitagabend wird es ja auch noch mal ein Treffen mit der Bundeskanzlerin und Teile der Bundesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften geben. Und da wird das sicherlich auch ein großes Thema sein, wie morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch. Danke sehr. Dazu möchte der Kollege Hoffmann, FDP, eine Zusatzfrage stellen. Ja, Herr Minister, nochmal Thema Tourismus. Der lebt ja auch bei uns in der Region davon, dass Saisonarbeiter kommen in der Sommersaison, auch in der Frühjahrssaison. Im Markgräflerland wird es zuerst warm und da beginnt die Frühjahrssaison früh. Und die Betriebe müssen jetzt wissen, können Saisonarbeiter aus anderen Staaten überhaupt noch einreisen? Da geht es hauptsächlich um Staaten des Südosteuropas und die auch oft durch Italien reisen. Wie schätzen Sie die Lage ein? Denn wir müssen diesen Betrieben ja auch irgendwo ein bisschen Sicherheit geben. Und dazu anschließend natürlich in der Landwirtschaft wird es ähnlich sein. Auch da haben wir viele Saisonarbeitskräfte, die aus dem Ausland kommen. Die Betriebe sind nicht existenzfähig ohne diese Saisonarbeitskräfte. Können Sie sich vorstellen, dass es Gesundheitszeugnisse gibt, die an der deutschen Grenze akzeptiert werden in solchen Fällen? Also zum Ersten, ich kann heute niemandem Sicherheit oder abschließende Prognosen darüber geben, wie sich das entwickelt. Zum Zweiten halte ich nichts von pauschalen, ich sage es noch einmal, ich habe es hier gesagt oder vorhin im Ausschuss, von pauschalen Grenzschließungen. Weil Sie das nicht, also das Virus geht davon nicht weg. Und Sie müssen ja vor allem jede Maßnahme irgendwann beenden. Und in dem Moment, und das wird man in China jetzt sehen, wo Sie eine Maßnahme beenden, kommt es wieder. Sondern sozusagen, es geht darum, es zu verlangsamen. Und deswegen würde ich empfehlen, dass Arbeitgeber, die diese Situation jetzt schon sehen, auf sich zukommen, sich Gedanken darüber machen, wie sie mit Hygienemaßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen eben sicherstellen können,
dass dann tatsächlich auch das sozusagen saisonale Geschäft stattfinden kann und die Beschäftigung und gleichzeitig alle Beteiligten bestmöglich geschützt sind. Das würde ich Stand heute empfehlen in der Vorbereitung auf das, was kommen kann. Danke sehr. Claudia Moll, SPD, stellt die nächste Frage. Also, und zwar folgende Frage. Ich bin seit Beginn des Jahres in verschiedenen Pflegeeinrichtungen unterwegs gewesen, um mich über die Maßnahmen aus dem Pflege-Sofort-Programm zu informieren. Und von fast allen Einrichtungen wurde mir zurückgekoppelt, dass das Antragsverfahren zu aufwendig, kompliziert und es häufig auch am Personalschlüssel scheitert. Sehen Sie hier auch noch gesetzgeberischen Handlungsbedarf, die Maßnahmen deutlich zu vereinfachen und zu entbürokratisieren? Frau Kollegin Moll, auch ich nehme diese Berichte sehr wahr, weil ich natürlich weiß, dass mit der Aussage, die wir gemeinsam politisch in der Koalition gemacht haben und ich auch als Bundesminister, 13.000 zusätzliche Pflegekräfte, eine berechtigte Erwartungshaltung verbunden ist, dass die dann auch zügig da sein können, solange der Arbeitsmarkt es möglich macht. So, der Teil gehört natürlich auch dazu, im leergefegten Arbeitsmarkt war es erwartbar, dass es länger dauert als 3 Monate, bis die alle besetzt sind. Wir haben schon einmal mit den Kassen und den Pflegeeinrichtungen die Antragsverfahren deutlich entbürokratisiert und vor allem vereinheitlicht. Es gab nämlich ziemlich viel verschiedene in Deutschland vor einigen Monaten. Wenn Sie sagen, das ist immer noch nicht so, dass es so, zumindest mal in der Handhabung, nicht in der Frage, ob auf dem Arbeitsmarkt, so, dann nehme ich das auch gerne noch mal mit. Bitte. Und wenn es Verbesserungsbedarf rechtlicher Art gibt, freue ich mich dann sehr über die Unterstützung Ihrer Fraktion dann in der Vereinfachung der Voraussetzungen, um die Stellen zu besetzen. Dankeschön. Ich habe aber noch eine Nachfrage, bitte. Und zwar von verschiedenen Seiten wird empfohlen, den Personalschlüssel in der stationären Altenpflege zu reformieren. Wie stehen Sie den Modellprojekten gegenüber, die nicht nur auf die Pflegegrade, sondern auch auf den tatsächlichen Aufwand abzielen? Und welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, diese schnellstmöglich umzusetzen? Wir haben ja, Frau Kollegin Moll, mit dem Gutachten, das wir gerade bekommen haben, von Herrn Professor Rothgang und seinem Team, zum ersten Mal eine richtige Grundlage für Personalbemessung in der Altenpflege stationär. Die sind also ja über Monate, Jahre wirklich sozusagen hinterhergegangen und haben im Alltag geschaut, welche Pflegebedarfe gibt es, übrigens auch welche nicht erfüllten Pflegebedarfe gibt es möglicherweise, um daraus eine Personalbemessung zu entwickeln für die stationäre Altenpflege. Und dabei ist das Ergebnis, dass man nicht starre Vorgaben haben sollte, wie die meisten Bundesländer sie im Moment etwa haben mit 50% Fachkraftquote, sondern dass es Sinn macht, je nachdem auch wie die Pflegebedürftigkeit der Pflegekräfte ist, keine starre Vorgabe zu haben und vor allem auch einen Pflegekräftemix stärker. Ein Vorschlag ist ja, dass wir vor allem zusätzliche Pflegehilfs- oder Assistenzkräfte brauchen, um Pflege- und Personalsituationen zu verbessern. Das heißt aber formal niedrigerer Pflegekraftschlüssel, dafür aber deutlich mehr Personal in den Einrichtungen. Und das wird jetzt weiter umgesetzt, auch in der Praxis erprobt. Wir haben ja einen Weg vereinbart, auch in der konzertierten Aktion Pflege, auch in der Bundesregierung mit den Verbänden. Und mein Ziel wäre es, tatsächlich Schritt für Schritt zu genau dieser Personalbemessung zu kommen. Gleiches Thema wie bei den Hebammen. Es gelingt halt nur dann gut, wenn wir natürlich parallel das Personal überhaupt am Arbeitsmarkt verfügbar haben. Personalbemessung bringt dann nichts, wenn Sie das, was da dadurch an zusätzlichen Stellen entsteht und sogar finanziert ist, nicht besetzt werden kann. Deswegen müssen wir die anderen Anstrengungen parallel machen. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Nicole Westing, FDP. Der weitaus größte Teil der Menschen mit Pflegebedarf, nämlich 75%, wird von Angehörigen in häuslicher Umgebung betreut. Diese pflegenden Angehörigen brauchen dringend mehr Unterstützung. Bei allem Verständnis, dass jetzt die Corona-Krise Ressourcen bindet, aber diese große Gruppe der Bevölkerung ist physisch und psychisch enormen Belastungen ausgesetzt. Wie wollen Sie das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel von mehr Unterstützung pflegender Angehöriger umsetzen? Zum Ersten, Frau Kollegin Westig, haben wir ja der Deutsche Bundestag in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon eine Reihe von Maßnahmen und Verbesserungen beschlossen, um gerade auch die pflegenden Angehörigen zu unterstützen und die Pflegebedürftigen in der ambulanten Pflege, Tagespflege, Nachtpflege, Verhinderungspflege, die Möglichkeit, Haushaltshilfen zu finanzieren, aus nicht nur Pflege, nur in Anführungszeichen, sondern eben auch andere unterstützende Maßnahmen sind ganz, ganz wichtig gewesen zur Entlastung. Aber klar, haben Sie recht, die herausfordernde Situation im Alltag,
jeden Tag ist natürlich weiterhin in den Familien da. Auch die sozialrechtliche Absicherung im Übrigen ist verbessert worden. Mein Ziel ist es, im Übrigen auch die Frage, wie kriege ich mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit? Es gibt ja wahnsinnig viel Unterstützung, aber viele sagen, ich blicke da gar nicht mehr durch mit den ganzen Bausteinen, weil es auch sehr kompliziert mittlerweile geworden ist, das alles irgendwie abzurufen und in Anspruch zu nehmen, wie wir das einfacher gestalten. Und ich würde das gerne zu dem Teil des Reformwerkes werden lassen, zur Pflegefinanzierung, das ich vorhin auf eine Frage schon angekündigt habe, dass wir also gleichzeitig ein Paket haben zur Pflegefinanzierung, Eigenanteile und anderem mehr. Und auch zu der Frage, wo kommen wir zur Verbesserung oder Erleichterung in der Inanspruchnahme von Unterstützung, gerade auch zu Hause. Nachfrage, Frau Kollegin. Ja, noch eine Nachfrage. Wir haben ja dieses Thema hier im Parlament vor Weihnachten diskutiert. Da liegen die Vorschläge auf dem Tisch, gerade für eine Entbürokratisierung beispielsweise beim Entlastungsbudget. Könnte man das nicht doch jetzt ganz schnell auch umsetzen? Frau Kollegin, ich lege großen Wert darauf, dass wir das im Zusammenspiel machen von den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Bis jetzt habe ich die FDP-Fraktion noch nicht als größten Unterstützer einer Beitragssatzerhöhung wahrgenommen. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Wenn wir sagen, wir wollen Leistungen verbessern oder leichter abrufbar machen, dann kostet es Geld. Und das Geld muss im Zweifel entweder durch Steuermittel oder durch Beitragsmittel, durch die Beitragszahler finanziert werden. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie mich darin unterstützen, zu einer weiteren Verbesserung zu kommen. Wenn es dann aber darum geht, das zu finanzieren, würde ich mich auch über die Unterstützung Ihrer Fraktion freuen. Vielen Dank. Nächste Frage stellt der Kollege Rudolf Henke. Herr Minister, für die Durchführung der Coronavirus-Diagnostik braucht man Entnahmeröhrchen, man braucht Laborkapazität, man braucht Reagenzien. Jetzt hören wir aus Nachbarländern, dass dort zu wenige Materialien und zu wenig Laborkapazität zur Verfügung stehe, um alle notwendigen Tests durchzuführen. Wie schätzen Sie die Situation in Deutschland ein und wie sollen wir mit den Wünschen europäischer Nachbarn, auch in der EU, zur Beseitigung von Engpässen umgehen? Zum Ersten, Herr Kollege Henke, das ist die Gelegenheit, vielleicht auch noch mal darauf hinzuweisen, wo das Gesundheitssystem tatsächlich sehr, sehr stark ist, das deutsche, unter anderem nämlich bei den Laborkapazitäten. Es gibt außer Südkorea im Grunde bisher, in dem, was wir im Ausbruchsgeschehen weltweit sehen, kein anderes Land, das so frühzeitig, so umfassend hat testen können. Viele andere, selbst G7-Partnerländer, haben weiterhin nur ein, zwei Institutionen im Land, die überhaupt Tests durchführen. Wir haben flächendeckend Tests verfügbar durch die Laborkapazitäten auch der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung. Das heißt eben, dass wir auch viel früher erkennen konnten, was sich in Deutschland entwickelt. Wenn ich manchmal lese, wir wären irgendwie eine Woche vor oder hinter Italien, müssen wir davon ausgehen, das sagen uns die Experten, dass in Italien es durchaus viel Ausbruchsgeschehen gegeben hat, bevor es erkannt wurde. Und wir haben durch unsere Labor- und Testkapazitäten und das sehr frühzeitige Möglichmachen der Abrechenbarkeit auch der Tests, dass die bezahlt werden von den Kassen, sehr frühzeitig erkennen können, wie das Infektionsgeschehen in Deutschland ist. Und deswegen eine etwas andere Ausgangslage, eine Stärke unseres Systems. Wir haben auch viel Testkits und da, wo Länder in Europa Hilfebedarf haben, unterstützen wir sie auch. Haben Sie eine Und Nachfrage? Über Europa hinaus, weil ich die Frage gerade gehört habe. Dann ist nächster Fragesteller. Dazu wollen Sie direkt eine Nachfrage stellen. Bitte sehr. Frau Panther. Nachfrage gilt da, wie ist das System überhaupt in Europa? Wir wissen, dass jetzt noch Italien erhebliche Schwierigkeiten hat, was Narkose und andere Intensivmedizinsbereiche angeht und Geräte. Gibt es eine Art Taskforce in Europa, gerade für Corona, dass man da sagt, das, was man gerade im Moment selber nicht braucht oder die, die nicht so sehr betroffen sind, da helfen wir den anderen? Ich habe gleich im Anschluss um drei noch mal wieder eine Videokonferenz mit europäischen Kollegen, unter anderem auch dem italienischen, weil wir uns sehr intensiv bilateral, multilateral täglich oft austauschen über die jeweiligen Entwicklungen und Lagen, weil wir auch wissen, dass jede Entscheidung von einem von uns oder einer Regierung auch Folgen für die anderen hat und weil wir natürlich auch helfen wollen, wo wir können. Ich sage Ihnen eines, es ist natürlich unendlich viel leichter, da zu helfen, wo wir selbst deutliche Überkapazitäten haben, etwa bei Testkits. Es ist schwerer,
und das gilt ja für alle Länder in der EU, dort zu helfen, wo wir alle gleichzeitig wahrscheinlich in einen großen Bedarf reingehen. Und das ist zum Beispiel intensivmedizinische Kapazität. Und deswegen möchte ich gerne helfen, aber wir müssen das in einem Rahmen machen, der sicherstellt, dass dann, wenn wir, und das ist ja absehbar, dass es zumindest passieren kann, einen großen Bedarf haben, wir dann tatsächlich auch bestmöglich versorgen können. Das ist ein schwerer Spagat. Ich kann Ihnen sagen, die Gespräche mit dem italienischen Kollegen, die Italiener, die haben vor allem unsere Sympathie und unser Mitgefühl verdient. Die Situation, vor der die da gerade stehen, die Kollegen, ist eine sehr, sehr herausfordernde. Ich will das nur mal sagen. Sie haben mittlerweile Situationen in bestimmten Bereichen in der Intensivmedizin, wo sie darüber entscheiden müssen, nach Vorerkrankung und Alter, wer bekommt jetzt Beatmung und wer nicht. Richtig. Das sind sehr konkrete, sehr schwierige Entscheidungen. Und ich möchte, dass wir dass wir da helfen, wo wir helfen können. Und gleichzeitig möchte ich alles tun, gemeinsam mit Ihnen, dass wir selbst nicht in diese Lage kommen. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Da kann jeder mithelfen durch eigenes persönliches Verhalten, indem wir es diesem Virus so schwer wie möglich machen, sich zu verbreiten. Darum geht's. Wenn wir das gut schaffen, dann vermeiden wir solche Lagen. Aber ich sage auch dazu, garantieren kann ich es Ihnen nicht. Vielen Dank, Herr Minister. Dr. Schindenburg. Es ist gut, dass wir genügend Laborkapazitäten haben, aber ich habe immer wieder Meldungen von Bürgern, dass sie gerne einen Test machen würden, aber sehr restriktiv gehandhabt wird. Deshalb meine Frage, wie werden Sie sicherstellen, dass jeder, der möchte, sich kostenlos und unbürokratisch testen lassen kann? Herr Professor Schulenburg, die Ansage... Vielen Dank, nur Doktor. Entschuldigung, Herr Doktor Schulenburg. Jeder, der will, das ist mir nicht der richtige Hingang. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt aber jeden Tag nur, weil damit ich mich besser fühle, getestet werden, ist das nicht die Ressource, die wir so angehen sollten, sondern da, wo ein guter Grund besteht und wo ein Arzt sagt, hier macht ein Test Sinn oder ein öffentlicher Gesundheitsdienst, da muss er bezahlt werden und schnell verfügbar sein. Und das ist ja seit einigen Wochen. Ja, ich weiß auch, ich kenne auch die Situationsbeschreibung, dass manch einer dann 1-2 Tage wartet auf die Testung und sie nicht gleich verfügbar ist. Wie formuliere ich denn das jetzt so? Aber wenn man symptomfrei zu Hause ist und 2 Tage auf einen Test warten muss, dann ist das nicht schön, aber es ist keine Gefährdung oder sonst irgendwas. So, und deswegen finde ich, müssen wir alle gemeinsam, glaube ich, diese Stresssituationen, die entstehen, einordnen und auch, ich habe das ja gesagt, einander unter Stress vertrauen lernen. Und es gibt in so einer Lage, wo viel gleichzeitig passiert, Situationen, und die gibt es zu oft im Zweifel, wo es nicht so läuft, wie es soll. Die entscheidende Frage dabei ist aber, kommt deswegen jemand in Gefahr? So, wenn jemand Symptome hat, Probleme hat, Lebensgefahr, dann wird natürlich sofort geholfen. Aber wenn jemand symptomfrei und ansonsten putzmunter zu Hause ist, unter Quarantäne gerade bleibt, weil er zum Beispiel aus Italien zurückkommt und das Gefühl hat, was ich gut verstehe, er hätte gern einen Test und der Test dauert dann mal 3 Tage, dann ist das nicht die bestmögliche Lage, aber dann ist das auch noch nichts Schlimmes. So, und ich finde, das müssen wir miteinander versuchen, bei allem Verständnis, und ich habe großes Verständnis für die Sorgen, die damit verbunden sind und die Unsicherheiten, glaube ich, so einzuordnen, damit wir die Ressourcen auf die richtigen Fragen stärker lenken können. Die nächste Frage stellt die Kollegin Sylvia Gabelmann, Fraktion Die Linke. Ich habe eine Frage zur Situation der Vorortapotheken. Deren wichtige Rolle in der Arzneimittelversorgung wird ja auch in Zeiten von Corona noch mal besonders deutlich. Die Frage ist, inwieweit die Bundesregierung Medienberichte bestätigen kann, denen zufolge sie plant, das mit dem Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken geplante Boni-Verbot für rezeptpflichtige Arzneimittel in der GKV-Versorgung auch ohne abschließende Beurteilung durch die EU-Kommission in den Bundestag einzubringen und wie die Bundesregierung vorläufige oder inoffizielle Rückmeldungen aus EU-Kreisen zur Vereinbarkeit dieser Regelung mit EU-Recht beurteilt. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich hätte sie ja selbst getätigt, dass es derartige Aussagen seitens der Bundesregierung nicht gibt. Und zum Zweiten
bewerte ich nicht informelle Gespräche mit der EU-Kommission, sondern worum es mir geht, ist, Ihnen ein Ergebnis am Ende präsentieren zu können. Vielen Dank. Letzte Frage stellt die Kollegin Cordula Schulz-Asche von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Minister, ich fand es sehr wichtig, dass Sie in Ihren einleitenden Worten auch die besondere Bedeutung des Pflegepersonals in dieser Situation, die wir gerade haben, betont haben. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass uns ja der akute Personalmangel in diesem Bereich auch schon vorher bekannt war. Und deswegen haben Sie auch ein Gutachten in Auftrag gegeben bei der Universität Bremen, um damit wir ein Personalbemessungsinstrument haben für die stationäre Pflegeeinrichtungen. Und deswegen möchte ich Sie fragen, welche Einführungsschritte sehen Sie jetzt vor und welche gesetzlichen Grundlagen müssen dafür geschaffen werden, um diese Personalbemessungsinstrumente möglichst schnell in die Praxis zu bringen? In Ergänzung zu dem, was ich gerade der Frau Kollegin Moll schon geantwortet habe, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass jetzt unser Weg, unser Herangehen ist, eben, dass es in der Praxis wie vereinbart ja auch getestet wird, gerade in ausgewählten Einrichtungen, dass also Professor Rothgang und andere das weiter begleiten, jetzt aus dem heraus es praxistauglicher sozusagen zu machen, aus einem Gutachten heraus. Und wir parallel in der konzertierten Aktion Pflege ja auch mit dem Familien-, Senioren- und dem Arbeitsministerium und allen anderen Beteiligten der konzertierten Aktion darüber reden, wie wir dann eben auch das, was gesetzgeberisch, aber auch praktisch oder in der Selbstverwaltung zu tun ist, tun, um dann, und mit den Ländern übrigens, weil Personalbemessung in der stationären Altenpflege zuvörderst auch eine Aufgabe der Landesgesetzgebung ist, im intensiven Austausch sind. Aber ich sage noch einmal, Sie können Personalbemessungsinstrumente in der momentanen Arbeitsmarktlage im Gesundheitswesen nur schrittweise einführen, weil die schönste Personalbemessung bringt nichts, wenn die Stellen nicht besetzt werden können. Nicht, weil Geld fehlt, sondern weil kein Personal auf dem Arbeitsmarkt ist. Und deswegen müssen wir es jetzt Schritt für Schritt machen, und das ist das Ziel. Eine Nachfrage? Ja, ganz kurze Nachfrage. Glauben Sie denn, dass die ersten Schritte der Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode möglich sein werden? Das wäre jedenfalls mein Ziel. Vielen Dank. Die allerletzte Frage, Zusatzfrage, stellt jetzt der Kollege Frömming, AfD. Ja, sehr geehrter Herr Minister, auch zur Situation an unseren Kliniken. Uns erreichen ja dramatische Berichte aus Italien. Dort erzählen Ärzte, wie es bei Ihnen an den Kliniken zugeht. Bei uns ist die Situation derzeit zum Glück noch nicht so dramatisch. Aber wir sollten sicherlich Vorsorge treffen. Sie haben eben ausgeführt, dass bei Großveranstaltungen es sinnvoll ist, diese abzusagen. Ich möchte Sie fragen, wäre es nicht auch richtig, über flächendeckende Schulschließungen auch in Deutschland nachzudenken? Denn auch Schulen sind ja tägliche Großveranstaltungen, wo es zu zahlreichen Körperkontakten kommt. Wir hätten dadurch Zeit gewonnen und könnten die möglicherweise bald fehlenden Kapazitäten an den Kliniken aufbauen. Ich verstehe, dass es diese Debatte und diese Frage gibt. Ich bin da nur zurückhaltend. Warum? Weil auch für den Alltag des Einzelnen wie für die Gesellschaft der Verzicht auf Großveranstaltungen unendlich viel leichter ist als der Verzicht auf Kindergarten und Schule. Weil das natürlich für Pflegekräfte, Ärzte, Polizisten, Busfahrer, viele, die das öffentliche Leben aufrechterhalten, wenn die Kinder auf einmal nicht mehr Betreuung haben oder Schule haben, natürlich wahnsinnige Einschnitte sind und die Frage ist, ob sie überhaupt nur arbeiten gehen können. Das ist sozusagen das, was es für das praktische Leben bedeutet, aber auch aus Infektionsminimierungssicht. Wenn die Kinder dann bei den Großeltern sind, das sind ja die praktischen Lösungen, die man dann sucht, wo bringe ich die Kinder unter, wenn sie auf einmal nicht mehr in der Kita sind, dann ist gerade mit Blick darauf, wo wir das größte Risiko haben, ist, glaube ich, nicht die beste Variante, wenn dann man versucht auszuweichen auf die Großeltern. Ja, das muss man, oder wenn dann die Lösung ist, wir machen in der Nachbarschaft sozusagen die Kleingruppe, weil wir uns irgendwie organisieren müssen zu 10 irgendwo zu Hause. Ich nehme das ernst. Ich bin auch dafür, dass man regional, wie in Heinsberg, da, wo wir Ausbruchsgeschehen sehen, sobald es sich entwickelt, schließt. Oder da, wo jetzt aus Südtirol oder aus Italien Kinder, Schüler zurückkehren, dort auch sagt, im Zweifel nicht an der Schule teilnehmen. Aber flächendeckend Schulen schließen hat nochmal deutlich weitergehende Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche, öffentliche Leben in Deutschland als Großveranstaltung. Und auch für die medizinische Versorgung. Und man kann darüber streiten, ob es Infektionsrisiken an anderer Stelle nicht sogar noch erhöht.
Vielen Dank, Herr Minister. Damit beende ich die Befragung der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zur allgemeinen